Strecker gucken, die dahinter ist, nach dem LKW und merken, das ging noch. Das war gestern schlimmer, als ich kam in Schneeflug entgegen. Da habe ich die nächsten 3-4 Sekunden lang nichts gesehen. Das war echt böse. Und was man sich hier aneignen muss, ist, wenn man auf den Navi guckt, sollte man öfters mal, dass man sieht, was für eine Kurve eventuell kommt, vor der Kurve runtergehen vom Gas und bremsen und nicht in der Kurve. Das ist eine schlechte Idee. Kann man zu Hause machen, aber nicht hier. Ja, jetzt fängst du an zu überholen. Das ist auch wieder so ein Symptom, dass die Leute anfangen zu überholen, wenn was von vorne kommt. Ich weiß nicht, ob das einen extra Kick gibt, ich weiß es nicht. Das ist so ein Phänomen, was ich aus Deutschland allerdings auch kenne, auf Landstraßen. Da wird so lange gewartet, als wenn die Straße da vorne nicht sehen können, was da kommt. Und dann sehen sie dann, ah, kommt ein Auto von vorne, da kann ich überholen. Da wird eine Straße sein, wo der fährt. Stelle ich mir das vor, keine Ahnung. Kein Ton. Ich sammle mir den Ast. Stream Settings. Audio Settings. Change. Da. Change. Klack. Save. Change. Default. Save. Zack. 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 Ah, Ton. Immer noch Ton? Ah, okay. Müsst ihr mir Bescheid sagen. Dann funktioniert das also dann auch nicht. Also dann bei Streamlabs in die Settings gehen. Streaming Settings, dann in Audio und dann auf Default oder auf den oberen Eintrag gehen. Oder und dann wieder zurück. Vorher speichern, sonst übernimmt das nicht. Emmy ist WhatsApp wohl in dem Fall in meinen Augen nicht sauber programmiert. Wenn ich auflege bei WhatsApp, dann muss er den Kanal wieder freigeben. Was soll das? Bei Windows. Die größten Fehler beim Programm, wenn Windows stehen bleibt, abstürzt oder rumhakelt, sind fremde Programme, die nicht sauber programmiert wurden. So blöd wie es klingt, ist es so. Und wenn man sich überlegt, bildlich vor Augen hält, dass Windows eigentlich nur ein Tabellenprogramm ist und nichts anderes. Ist schon krass. Ein Tabellenprogramm. Das, was man da eintippt und reinschreibt und sonst was anklickt, das sind irgendwelche Felder in Tabellen. Mehr ist das nicht, die dann Verweis haben irgendwo anders hin. Und man sieht das immer so als Bild, man kann das hin und her schieben, rein und raus, wie auch immer. Ist es nichts anderes als ein Kalkulationsprogramm, Tabellenprogramm, Registerprogramm. Wo man denn auch durchs Aufklicken oder sonstiges in eine andere Ebene gelangt, die man so nicht sieht. Alles nur Verweise. Und Windows wird dadurch immer größer, weil einfach immer alles wieder erneuert wird, beziehungsweise erweitert wird. Überhaupt auch ganz einfach mal sagen, auch gar, eh keiner mehr den Überblick, was das Programm wirklich alles kann. Ich warte auf den Tag, wo sich kleine Fehler immer weiter summieren, bis das System gar nicht mehr geht. Tja, und dann ist es eben bei, wie heißt es noch, Linux ein bisschen anders. Da wird ja der Kern geschützt, dass da kein anderes Programm drauf Zugriff hat. Ton immer noch aus. Ich sammle mir den Ast. Nein. Nicht Account Settings. Streaming Settings. Audio Settings.
Boah, ey. Wieder Ton oder was ist los? Gibt noch eine Möglichkeit.
starten. Jetzt starten. Audio, Chat. Ton wieder da. Aber Ton. Ton da, alles klar. Ja, ich habe hier kurz mal den Stream unterbrochen. Ja, der Kanal wird nicht freigegeben. Alles klar, dankeschön. Das heißt, den Stream komplett stoppen, Streamlabs neu starten und dann auf aktiven Stream und dann den letzten Stream aussuchen. Einfach auf Start und dann läuft es wieder. Entweder WhatsApp hat eine Macke oder Streamlabs geht es nicht mit. Aber ich denke mal, WhatsApp ist da in Ordnung. Teelichter. Arschgeige. Die haben keine Ahnung, wie weit das Licht strahlt. Das habe ich heute Nacht gesehen, wo ich gefahren bin. Da hat er auch über 2-3 Kilometer mit seinem... Ach, guck, aber Ton. Ja, Ton ist da. Gerade gehört. Die Felswände angestrahlt. Auf der anderen Seite des Fjords. Das war so krank. Hell erleuchtet. Also das war wirklich heftig. Mit Auffernlichtern, aber das ist Pillepalle. Da konnte ich sogar reingucken, aber in das Licht eben mit dem Strahler, das ist so böse. Hell. Ich frage mich auch, wie man die befestigen kann am besten hier am Auto. Am besten aus Nummernschild draufschrauben. Auf die Halterung. Haben wir viele gemacht. Irgendwie steckbares System machen, was man auch stecken kann und wieder abstecken kann, wenn es vereist ist. Irgendwie das muss geschützt sein. Wird auch Fernlicht an, aber Pillepalle-Licht, Spielzeuglicht, obwohl das eigentlich schon hell ist. Aber diese Strahler, diese LED-Strahler sind eine ganz andere Hausnummer. So, 77 Kilometer noch. Ich würde sagen, ich überspringe diese komische Säule. Die 22er Säule. Aber eins muss ich sagen, also in Norwegen wären die jetzt schon wieder unterwegs und würden räumen. Weil ich habe keine Chance, hier weiter rechts zu fahren. Keine Chance. Wenn jetzt mal so was Lustiges von vorne kommt wie ein LKW.
Ja, das darf ich gerade anrufen. Das ist echt, weiß ich auch nicht. Da muss ich mir irgendwie mal eine andere Lösung für suchen. Ja, Telefonat ist im Vordergrund. Ja, und hinter mir der Kollege will nicht überholen. Locker über 200 Meter Abstand. So meine Einschätzung hier mit dem Spiegeln vom Hyundai, das ist auch so ein bisschen schwierig. Was hier dem Hyundai fehlt, ist eine Fußbodenheizung. Das wäre doch auch nochmal was, ne? Dave, oder? Momentaner Verbrauch. Wo war das? 15,0. Ich fahre allerdings auch nur mit Tempo 70. Konstant. Auf schneller habe ich auch gar keine Lust, muss ich sagen. Strippen an das Gaspedal und das Bremspedal da liegen, plus und minus irgendwie. Sieht er denn da irgendwo da unten drunter, denn er verbunden? Und vielleicht einen Widerstand dazwischen, damit sie sich sofort durchbrät, damit sie zu heiß wird. Ja, wie gesagt, wohlgemerkt bei 70 km/h, 3 Grad minus, schneebedeckte Straße, geräumt, wie auch immer, schwer zu sagen. Reifenluftdruck haben wir auch drauf. 2,6 bar. Komischerweise hat der vorne rechts immer ein bisschen mehr, der 2,7. Der ist wohl genau an der Schwelle zwischen 2,6 und 2,7. Naja. Was haben wir denn noch Schönes? Oh, war Licht an. Ja, es schneit. Schön. 15,0. 674 Kilometer heute gefahren. Insgesamt 4.397 und aktueller Tachostand sind jetzt 106.334 Kilometer. Ich habe den Herrn Sangel schon in Jürgen Bescheid gesagt, dass ich in die Inspektion etwas später komme. So mag ich das. Schnee, dann noch dazu auch noch Schneefall vor allen Dingen. Ja, Weihnachtsdorf mal ein bisschen anschauen, aber ich werde nichts mehr kaufen. Ich will nicht wissen, wie viele Hunderte von Euros ich schon so ausgegeben habe. Ich will auch gar nicht wissen, was der Hotdog gekostet hat in Norwegen. Ja, ich habe 2 gegessen. Also die Visa-Karte, die, ich glaube, die genügt diesen Urlaub. Ich will auch gar nicht dann aufs Konto gucken. Ich muss auch eine Küche kaufen von zu Hause. Wird eine kleine Küche. Sagen wir mal ganz ehrlich, das Geld hier in Bar habe ich nie zur Verfügung gehabt. So ein bisschen ja, aber nicht genug. Wir sind ja umgezogen und meine gute Küche passt dort nicht so richtig rein. Beziehungsweise. Ja, die Küche war mal größer, dann in eine kleinere Wohnung gezogen. Dann habe ich den Schrank mit dem Kühlschrank und wo der Backofen auf Augenhöhe war, den einen Teil der einen Tochter abgegeben. Jetzt habe ich mitgekriegt oder wir haben gehört, dass sie den Schrank dann irgendwann weggeschmissen hat, samt Kühlschrank. Was sie in eine andere Küche gekriegt hat, eine bessere, angeblich. Sehe ich anders. Ja, anstatt Bescheid zu sagen, tja, also fehlt uns jetzt der Schrank. Dann ist der Spülschrank im Eimer und vor knapp 1,5 Jahren ist die Serie ausgelaufen, nach 25 Jahren. Und die Küche ist tippo bello in Ordnung. Eine gute Küche erkennt man an den Scharnieren, an den Schubladen, Einzügen und an den Scharnieren. Wie man die einstellen kann und so weiter. Oder die Hängeschränke. Egal wie, kann ruhig an der Wand die Nägel oder Schrauben oder die Leiste kann ruhig ein bisschen schief sein, ist wurscht.
kannst du damit ausgleichen. An solchen Feinheiten. Und sowas macht eine Küche schweineteuer irgendwann. Dieser Kleinkram. Ja, leider gibt es die Küche nicht mehr. Und so fehlt uns jetzt, haben wir so ein paar Lücken in der Küche. Weil die Küche, die wir jetzt haben, der Raum ist wesentlich größer. Tja. Ja, wegen zu vielen Kilometern. Ja, jetzt schon? Wie? Thermoratz. Ach ja, bei 105.000 warst du auch fällig, ne? Ja. Also bei mir ist alles in Ordnung. Er weiß Bescheid und alles gut. Also egal was kommt, der nächste Wagen, Sangel. Bleibt gar nichts anderes über irgendwie. Alleine von der Kulanz. Ach so, habt ihr übrigens mitbekommen, Hyundai, der Autosangel, der macht auch was jetzt, die Mechaniker. Wenn der E-Motor rumspinnt, pfeifen und hier und da das Lager kaputt ist, fahrt zum Sangel. Die setzen euch den Motor für gute 1500 Euro wieder in Stand. Da wird das Lager ausgebaut, die Welle, Lack geschliffen, wie auch immer. Aus irgendeinem anderen Motor ausgebaut oder irgendwie, dann wird das gemacht und nicht bei Hyundai für, weiß ich nicht, keine Ahnung, was neuer Motor kostet, da dieser fünfstellig auf jeden Fall, Minimum, denke ich mal. Und dann wird der instand gesetzt, repariert. Geiler geht's nicht. Und er sagt, das geht nicht, genau. Das ist wie bei der Märklin-Eisenbahn. Der Motor. Irgendwann sind die Kohlen verschlissen gewesen oder eben die kleine Welle, die da drin ist. Hat man die rausgedrückt und eine neue reingemacht. Weil die dann Rillen hatte oder sonst was. Und nicht eine komplett neue Lok gekauft oder einen neuen Motor oder sowas. Das ist doch Blödsinn. Tesla macht das doch auch nicht anders. Die reparieren doch auch, denke ich mal. Weil das wäre ja sonst ökonomisch für den Hintern. War überfällig. Wie viel überfällig? Ich weiß ja gar nicht, was du für einen Tachostand hast, nachdem du vom Kap wiedergekommen bist. Also ich habe ja nur das Problem mit der Türtaste und eben mit dem Akku, mit der Batterie, dass die so irgendwie nicht mehr so das so macht, wie er soll. So komisch, dass eine Tesla-Ladesäule eher länger sehr schnell geladen hat und vor allem sehr schnell geladen hat. 67 Kilometer noch. Kannst du nicht einmal mal ein bisschen Licht anlassen? Nein, kannst du nicht. Ey, das ist so Wahnsinn, wie schnell man hier auf dieses Auto Kilometer draufhaut. Als ich das mal, sagen wir so, bei mir in der Firma, in der Spedition, wenn ich mal auf dem Hof bin, das ist jetzt, sagen wir es mal so, mein richtiger großer Chef, der Döpke, der Alexander, der Sohn von dem anderen Döpke, also der Enkel, weil der ganz alte Döpke, der ist ja bei mir in Hannover. So, und der neue, der Junior Döpke, der Enkel also. Mit dem habe ich vor 2 Jahren schon über E-Autos gesprochen und so, bis ich das mal durchsetzt und hier und da, aber wir haben uns lange unterhalten. Ja, was war jetzt? Anfang des Jahres hat er 2 Renault E208 geholt, die jetzt aber permanent wohl in der Werkstatt stehen. Weil die beiden, sagen wir so, da unten in Hendingen, das ist kurz vor Frankreich, und der eine Disponent mit, der hat ganz viele Kunden mit reingebracht, der hat gesagt, nur Renault, also LKW und so weiter. Ein ganz, ganz alter Typ, der sagt Mercedes. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Ja, also sind diese beiden Renaults da auf den Hof gekommen, voll elektrisch. Und die beiden haben keinen blassen Schimmer von den Autos, wie man damit fährt oder irgendetwas macht. Die haben die Dinger vor die Tür gekriegt und sollen damit fahren. Und da habe ich denen so mal ein bisschen erklärt, wie das so geht damit. Das war wie eine Lehrstunde für die. Die haben mir tatsächlich zugehört. Das war völlig genial. Ich habe in dem Auto noch nie gesessen. Die haben mich was gefragt und ich konnte denen darauf antworten. Direkt. Wie man dies und jenes macht. Und wenn das und das passiert, dann muss man das und jenes machen.
was mit den Kabeln ist. Heute habe ich ja von Dave auch wieder was gelernt zwischen 11 kW Ladern und 22er. Naja, auf jeden Fall stehen die beiden Autos wohl in der Werkstatt. Auf jeden Fall hat mein Chef da unten, den Junior, zwei vollelektrische bestellt, zwei LKW. Erstmal für den Nahverkehr, um zu gucken. Er selber fährt ein Audi Hybrid, wegen Wohnwagen immer noch. Da wartet er noch ab, bis es dann irgendwann mal was gibt, weil ihn kotzt es an, den großen Wohnwagen immer abhängen zu müssen. Weil der Wohnwagen ist wirklich groß. Tod geht noch, ich frage mal lieber, bevor ich mir hier den Mund fusselig quatsche, mit irgendeinem Zeug. Stumpfsinn. Naja, und jetzt hat mein Disponent in Hannover, unser Fuhrparkleiter, hat jetzt auch ein Mercedes vor die Tür gekriegt. Ein Hybrid. Auch wegen Wohnwagen noch. Wegen der Ladeinfrastruktur und hier und da. Und als ich dem da erzählt habe bei uns im Büro, wo ich hinfahre, habe ich mir vorgestellt, das geht doch gar nicht. Und hier und da. Wie lange bist du denn unterwegs? Was ist denn, wenn du im Stau stehst? Das Übliche eben. Also, da merkst du mal, die gucken nicht bei YouTube oder bei irgendwo im Internet, sondern die lassen sich von außen berieseln durchs Fernsehen. Das sind genau diese Argumente, die man immer im Fernsehen gehört hat. Wo ich dir gesagt habe, ich fahre seit 2,5 Jahren nur durch die Gegend elektrisch, haben sie mir nicht abgenommen. Jetzt hat ein anderer Fahrer sich den Cupra Born geholt. Als Hybrid auch. Ja, musste aber nach Polen fahren, das ist in Polen. Da habe ich geguckt, wie ich so jetzt auch elektrisch machen können. Ich habe den Polen in Nuchsäulen. Da wo du hinfährst auch. Ja, wir fahren aber noch nach Kroatien in Urlaub. Ich habe gesagt, da könnt ihr auch hinfahren. Ja, was willst du sagen dazu? Funktioniert der Ton denn noch? Ist denn da noch mehr? Kann doch nicht mal anfangen, ob Ton da ist, verdammt. Kann ich schon. So blöd zu tippen mit dem Handy. Das ist die letzte Meldung hier. Alles klar, dankeschön. Ich weiß ja nicht, ob euch das so ein bisschen interessiert, was ich hier so von mir gebe. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf die beiden LKW, die da kommen. Dave, bist du da? Ich habe da nämlich auch mal eine Frage. Eine Interessenfrage nämlich. Ob du eventuell interessiert wärst, eventuell mit dem Döpke, wenn die LKW denn da sind, irgendwie sozusagen ein Video zu machen. Fällt mir gerade so ein. Solaranlage, also das soll da jetzt auch alles mit Solar ausgestattet werden, soviel ich weiß. Weil Ending ist der sonnenreichste Ort in Deutschland. Hat die meisten Sonnenstunden. Und das siehst du da, wenn du die Fabrikhallen siehst oder die Häuser, das ist alles zugepflastert. Selbst die Hauswände, die Hallenwände zugepflastert mit Solar. Da könnte man vielleicht bestimmt ein geiles Video machen. Vielleicht auch eine Mitfahrt. Irgendwie sowas in der Art. So ein bisschen als Werbung. Beider Seiten. Einmal für die Firma und eben für den LKW und für deinen Kanal und unseren Kanal, wie auch immer. Wäre bestimmt ganz interessant. Ich weiß nicht, wann die LKW kommen. Ich weiß auch nicht, was für welche. Ich weiß nur voll elektrisch. Und ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht auch einen elektrischen kriege, weil es gibt ja die ersten, die auch langstreckenfähig sind. Es braucht doch nur den Abladestellen, wo man ans Tor kurz ranfährt, so wie es bei Rewe ist. Da können die Kühler, damit die nicht über diese laufen, an das Tor sozusagen an die Starkstromsteckdose, an die Drehstrom angeklemmt werden. Das würde
würde genauso gehen mit dem elektrischen LKW. Du lädst ab, in der Zeit klemmst du das Ding an, dauert eine Stunde oder so mit dem Abladen, fertig aus, ist das Ding wieder voll. Ganz voll nicht, vielleicht 80% reicht doch, ist doch egal. So, 57 Kilometer noch.